Selfie-Smartphone in der Siegerhand. Wer ist der coolste Fußballer im Land? Während der WM haben uns die Jungs vom DFB mit Selfies in Serie versorgt. Siegertypen, die sich selbst in Szene setzen und sich nicht nur auf die Kameras der Medien verlassen. Das gibt Sympathiepunkte bei den Fans. Aber Abzüge beim DFB-Manager Bierhoff. Denn der findet den Selfie-Wahn narzisstisch und banal. Marketing hin oder her, fragt eher nach dem Sinn. Nun, Olli, wir wissen zwar jetzt, dass du nix vom Posen hältst, also auf Social Media, aber komm schon, so ein Selfie kann sinnstiftend sein, zum Beispiel um den Gegner einzuschüchtern, um ein, zwei Niederlagen zu entschuldigen oder zu zeigen, wie hart dein Job wirklich ist. Aber fang vielleicht ganz banal an, wenn ihr das nächste Mal ein Spiel gewinnt.